Hey, herzlich willkommen zu Preacher's Minute in der Kirchenbewegung. Hinter mir siehst du gerade, wie die Leute nach unserem genialen Gottesdienst sich zusammensetzen. Heute haben wir Suppensonntag. Das heißt, man kriegt noch eine Suppe und hat eine gute Zeit zusammen. Ich hoffe, nächstes Mal bist du auch dabei. Ich habe heute Morgen über Timotheus gesprochen. Das sind zwei Bücher im Neuen Testament. Eigentlich sind es Briefe von Paulus an Timotheus, der gerade in einer herausfordernden Situation ist als Leiter einer Gemeinde. Und ich habe über unser Warum gesprochen. Das steckt nicht im 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4. Und zwar heißt es da, Gott möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Unser Ziel ist es also nicht einfach nur irgendwie viele zu erreichen. Wir wollen ganz Flensburg. Wir wollen nicht nur Leute erreichen, wir wollen in die Wirtschaft, wir wollen in die Politik, wir wollen in die Erziehung, überall rein. Wir wollen, dass Jesus überall sichtbar wird und dass er kommt mit seiner Liebe, mit seinem Leben und Dinge verändert. Aber wir wissen auch, damit das passiert, müssen wir in eine Position kommen, wo Gott uns ausrüsten kann, seinen Plan in dieser Welt umzusetzen. Das finden wir im 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 2. 2, 2, 2, das kannst du dir richtig gut merken. Da sagt Paulus zu Timotheus, das, was du von mir gehört hast, das gib an Leute weiter, die in der Lage sind, andere Leute zu lehren. Das heißt, drei Generationen von Leiterschaft in einem Vers. Was ich dir gesagt habe, was du von mir empfängst, gib weiter an Leute, die in der Lage sind, das weiterzugeben. Diese Kultur brauchen wir, eine Kultur, die daraus besteht, dass wir Leiter haben, die in uns investieren, aber dass wir auch in andere investieren. Und die Message heute Morgen ist, finde deine Mitte. Die Mitte ist die Position, wo du empfängst, aber auch gibst, wo der meiste Segen, dein meistes Wachstum, wo der beste Platz für dich überhaupt ist. Deswegen finde deine Mitte, such dir jemanden, der wie ein Vater in dein Leben investiert, aber gib weiter, was du bekommen hast. Behalt das nicht für dich, sondern gib es weiter, dann wird es lebendig und dann wird es genial. Gott segne dich.